befreit diese Dopingbeginn. Ich war der Terminator, ich war der Ventilator, ich war der Radiator, ich war jedes Gerät. Und dann war ich noch zweimal Governator. Sakrament. Und die Geschichte mit der Mexikanerin, das ersparen wir heute. Also, ich komme ja aus Graz, da bin ich daheim, da in der Nähe, das muss das sein, der Steiermark, dort bin ich geboren, dort haben wir früher die Madel geschossen. Das war eine schöne Zeit. Und dann bin ich nach Hollywood, nach Kalifornien, und die Mariah habe ich dann gerichtet. Ja. Da kann man nicht alles erzählen. Ich bin nämlich ein Überraschungs-Stargast und das freut mich ganz besonders, wenn ich sterbe. Die Franzl kenne ich jetzt schon so lange. Ich habe mal trainiert, da war ich ein bisschen jünger, also 15 Jahre jünger als ich. Zumindest schaut das so aus, ein fescher Bruder. Also ich habe mal ein bisschen, wenn ich mit dem aus ihm, das wollte ich nichts holen. Und ich kann mich auch gut erinnern, da war ich noch mit dem Eddie auch viel. Der Eddie ist ja ca. Mai-Jahr gegangen. Mit Eddie haben wir viel trainiert in einem International Studio. Und der Eddie, der hat heute immer noch das gleiche Gewicht, aber er hat es halt anders verteilt wie ich. Aber er hat schon abgenommen, Eddie, ich bin ganz schön zufrieden. Und da sind so viele von meinen Haberern, wenn ich da denke, Marie, die Tennis-Legenden und da sind die Bedinger, keine Steigberger, wenn sie sowas. Und da die ganzen Freunde, da die kann ich nicht alle aufzählen, so liebe fesche Puppe da drüben, mein Gott, da kann man auf andere Gedanken. Okay, aber ich bin jetzt da, weil ich habe für euch überrascht, für die DTV, mache ich jetzt so eine Art Askenverleihung für den Tennisspieler. Und das ist, schaut so aus, also für die Künstler ist es so, wenn einer gestorben ist, dann kann er mehr Geld verdienen. Der Tennisspieler ist ja besser, wenn es ein Leben beim Spiel. Und bei den Künstlern, da haben wir jetzt 5 oder 6 deutsche Künstler, sind nominated. Das heißt, aufgestellt. Ich kann immer noch nicht Englisch oder Deutsch, kann ich auch nicht mehr. Und ich sage auch die Namen. Nominated für den besten Rock'n'Roll und Pop-Künstler of the World, also Jim Morris of the Doors. Der Freddie Mercury from the Queens. Genauso ist immer dabei der Hansi Hölz, der kommt mir von da, von der Ecken aus. Hansi hat einen Falco oder Kassel. Der hat es gewonnen, den muss ich dann noch singen. Für Franz Lebster vom Toten auferstehen. Dann der 4. tote Künstler ist noch der Dings, wie heißt der? Der Elvis Presley ist immer dabei. Für die toten Künstler dann auch neuerdings der Michael Jackson. Gut, alle Teile sind nicht hin, aber in jedem Fall, er ist immer dabei. Und als 6. haben wir noch den Peter Kraus. Wobei der ist noch nicht gestorben, aber dann ist es wurscht. Hauptsache, der ist ein Schenker über ihn dabei. Ja. Und ich sage euch eins, ich bin so gut beraubt, ich kann es euch zeigen, wenn es wurscht. Ja. Also da kann man immer schauen. Ja, also ich mache jetzt einen Song und zwar mache ich den für Franzi. Franzi, du bist der Champion, du bist der Beste, du bist der Präsident. Und für ihn mache ich das von Freddie Mercury. Ich kann es nicht singen, aber für ihn probiere es. Ich sage euch was, jetzt geht's erst los. Das ist mein Fight und ich werde heute gewinnen ganz groß. Yes.
auch keine Hitparade. Vor vielen Jahren hat er einen berühmteren Deal geschrieben und deshalb steht er schon hinter mir, denn er war auch um 20 Jahre jünger. Und da hat er nur weibliche Fans gehabt. Nur Dirndl, nur Madeln. Ja, doch mal eins, zwei, drei. Und dann hat er dieses berühmte Lied geschrieben, verfehltes Madeln, bock ich nicht. Es ist ein paar Kärntner hier erinnern. Oder wenn ihr an meinen lieben Manfred, man ist auch mein Rechtsanwalt. Da habe ich einmal einen Song gemacht. Sage ich lieber nichts. Der hat verteidigt mich auch, bin ich ganz stolz drauf. Habe auch den 60er gespielt, das war vor 12 oder 14 Jahren. Manfred, ein voriges Monat, Entschuldigung. Oben im Justizpalast, unglaublich. Seine Frau hat mich entdeckt, dann habe ich seine Frau besser kennengelernt. Also ich könnte Ihnen wahnsinnig viele Geschichten erzählen. Aber wo war ich jetzt eigentlich? Ich wollte Ihnen diesen Kärntner Witz erzählen, aber den verstehen natürlich nur Kärntner und ein paar Steirer. Die Wiener tun sich da schwer. Ein Kärntner Bärchen fährt auf die Back hinauf und tut oben im Auto sitzen und ein bisschen rumbuseln. Dann tut der Busel mit ihr, sie buselt mit dem. Dann sagt sie, kannst du mir nicht buseln, wo es ein bisschen stinkt? Sagt er, wegen dir trampel wäre eine Zugrube von der Franzia. Aber ein Wiener fängt damit nichts an. Ne? Da tun sie sich schon schwer, vorne lacht niemand. Und einen noch, erzähle ich gerne Witze, aber der hat heute Nachmittag, der hat mir so gefallen, wir waren auch schnell mit dem Künstler bei McDonald's. Und da kommt ein Steirer zu McDonald's, sagt, ich hätte gerne ein Händel. Sagt der McDonald's, sagt, also ich meine Chicken. Sagt er, nein, nicht Chicken, ist es gleich da. Also, wir machen das Stornkogler-Trio. Das haben sie sogar schon beim Arnold Schwarzenegger gesungen, das ist dieses Lied. Steirer Käse ist sehr gut, weil er so schön stinken tut. Der Käse rinnt dort schneller. Oder was wie Dille Emmental, ist wurscht und stinkt sie überall. Wenn du singen kannst, dann joden, weil du ausschaust wie ein Toten. Dann fragst du, bist du Bayer? Sagst na, du bist ein Steirer. Weil Steirer Käse ist sehr gut, weil er so schön stinken tut. Der Bergbaron, der Präsident, der schwarze Dinger, der Holkeck. Riecht er streng und trotzdem gut. Es kommt nicht alles aus Hollywood, es kommt hier aus der Steiermark, weil dort sind sie halb so doppelt stark. Ich bin die Sperre, dass ich da bin. Ich bin extra rauch gefahren, Kiespiel. Schöne Madeln da, und auch die Reise, ich werde was reisen. Kannst du dich noch erinnern? Das war doch der schönste Tag in deinem Leben. Keiner wollte dich haben. Ich eigentlich auch nicht. Schenkt ihr damals ein Herz aus Silber, zwei Augenringe aus Gold
Und dieses Lied, schneeweißes Bratkleid. Dann noch mein Brenn heißes Krautfleisch. Und eine Kingsweise auch halt, was ich so gut sage. Barbara, Manuela, alles ist schon da. Meine Fans, die immer heimlich meine Platten kaufen. Ich habe irrsinnig viel Freude in der Schlagerszene, so sagt man das, ja. Mache ich Konzerte, wenn ich am Bergau gehe, dann gehen gleich 3, 4, 6, 8, 12.000 Leute hinten nachher. Das ist ja ganz sonderbar. Und dann stehe ich da oben am Berg und dann erwarten die Menschen von mir, dass ich ihnen eine Botschaft gebe. Und dann sage ich, bedeutende Sätze, da oben, hast du Sonne im Herzen und eine Pizza im Bauch, dann bist du glücklich und satt bist du auch. Und wenn der Kopf mit den Füßen stinkt, ist höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Ich bin dafür ein Massiv. Und meine guten Freunde, die ich alle habe, wenn ich da denke, an Andi Bach. Ein guter Freund von mir ist auch der andere, der Showmaster, der Florian, der Silberscheißer. Und die Karin, die ständig im Nebel steht, immer das ähnliche Haar hat wie ich. Oder der Dings, wir haben sie jetzt getrennt, das war schon stand in der Praline. Wie heißt er denn da? Der Stefan Ross und die Steffi Hertel haben sie getrennt. Dabei hat er gerade jetzt einen Hit ausgebracht, drum blasen wir doch die Wolken fort. Das ist mein Lieblingssport. Trotzdem hat es nichts gut. Ja, das ist eine schwere Branche. Meine Branche schaut mir gut aus alles. Aber deshalb, ich bin halt wirklich bärig drauf. Wir müssen uns jetzt einhenken, mitschunken. Machen Platz 1 aus Südtirol in Merane, schönerer Platz 1, jetzt mein neuer Hit in den schönen Tiroler Bergen, da ist die Freude groß. Da müssen wir jetzt aber alle mit tun. Also einhängen, mitjumpen und mitsingen. Auf geht's! Man kannte mich früher von Schiebekapp, dort habe ich längst aufgehört und in keinen ab. Beim Salon ein Tor verfehlt, lag ich am Bauch. Die wichtigen Töne verfehl ich heute auch. Die wichtigen Töne verfehl ich heute auch. Und jetzt singen wir alle. In den schönen Tiroler Bergen, da ist die Freude groß. Dort schreit, wenn's mich im Fernsehen seht, hurra! Sind wir los. Wenn ich auf der Alm drum singe, fühlt sich jede Kuh rot. Aber in den schönen Tiroler Bergen hab ich überall Lokalverbot. Mein Skilehrer grinst, ist schwer penetrant, doch Frauen aus der Stadt finden mich so charmant. Frustrierte Friseurs belagern mein Haus. Dabei schau ich schon längst wie eine von ihnen aus. Wie eine Friseuse schau ich langsam aus. Groß. Dort scheint, wenn's mich im Fernsehen seht, hurra, den sind wir los. Aber ich mach jetzt noch einmal Karriere. Dann nehme ich schon überall Roy Lott. Cliff Richard, ja? Der heute 75 ist, den müsst ihr mal sehen, wie der ausschaut. Ich habe den vor 2 oder 3 Jahren in Monaco gesehen. Unfassbar guter Typ und alles, das ist ganz klar. Und der hat dieses Lied Lucky Lips geschrieben. Und unser Peter Kraus, der mit 72 auch verdammt gut aussieht und schlank, hat diese rote Lippen auch einmal gesungen. Und der Juppi, der möchte bei den Dancing Stars die Nummer so singen. Ich sah die Jeanne Gillard im letzten Autobus. Sie hat mir nichts gefallen, trotzdem gab ich ihr den Kuss. Doch es blieb nur keinen Eimer, das merkte sie sehr bald. Ihre Lippen waren aufgespritzt, wie ein Knackwurst und eiskalt. Rote Lippen sollen küssen, aber müssen tut man nicht. Rote, tote Lippen küsst man am besten lieb.
Und